Ihr wollt den Goldpass in Mario Kart Tour kostenlos erhalten? Dann empfehle ich euch auf jeden Fall dran zu bleiben, denn in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen kostenlos testen könnt. Bis gleich! Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich zeige euch heute, wie ihr den Goldpass kostenlos testen könnt. Der Testzeitraum liegt aber bei 2 Wochen, was heißt, dass ihr diese komplette Season quasi kostenlos spielen könnt. So, ihr müsst einfach nur auf den Preis draufdrücken, dann wird euch hier angeboten, dass ihr bezahlen könnt. Da müsst ihr dann die Meldung zustimmen und in die Mediathek drücken, dann da euer Google-Konto-Passwort eingeben. Das werde ich jetzt mal ausblenden. Und dann geht der ganze Spaß auch schon weiter. Ihr schließt damit aber, müsst ihr beachten, ein Abo ab. Was bedeutet, das müsst ihr dann auch dementsprechend bezahlen, wenn euer Testzeitraum abgelaufen ist. Das geht dann automatisch los. Von daher zeige ich euch gleich, wie ihr das Ganze wieder beenden könnt. Hier müsst ihr auch noch bestätigen, dass ihr das wirklich kaufen wollt. Ihr müsst dabei wirklich nichts bezahlen. Es handelt sich nur um das Testabo, aber das könnt ihr aber nur nehmen, wenn ihr den Goldpass kauft. Ihr könnt jetzt aber, wie ich gerade schon erwähnt habe, es gleich wieder kündigen, das Abo. Das heißt, ihr müsst nichts bezahlen und habt euch einfach nur 2 Wochen kostenlos gesichert. Dafür müsst ihr einfach einmal in den Homescreen gehen. Und also ihr seht jetzt schon hier, die Geschenke wurden schon Gold. Also in den Homescreen und dann hier in den Google Play Store. Im Google Play Store angekommen, geht ihr oben auf diese Balken und dann kann man da, ihr müsst natürlich das richtige Google-Konto auswählen und dann könnt ihr da dementsprechend bei Abos dieses Abo wieder kündigen. Abo kündigen, ganz unten drücken und dann habt ihr es auch schon gekündigt. Das war ganz einfach, ihr habt jetzt also 2 Wochen kostenlosen Goldpass. Danach geht es leider nicht mehr, kann jeder auf seinem einen Account nur einmal machen. Aber ich finde, es lohnt sich, weil jetzt kann ich diese Season auf 200 CCM spielen zum Beispiel. Oder die Goldmissionen machen oder den Knochen-Bowser freischalten. Und das ist dann toll. Jetzt kriegt ihr eine Bestätigung, das Abo wurde gekündigt. Das heißt, es hat geklappt. Ich kann euch jetzt noch kurz in-game zeigen, dass es geklappt hat. Ist ganz einfach. Dazu müssten wir einfach nochmal kurz in-game gehen. So, nochmal auf Mario Kart. Und jetzt seht ihr, die Geschenke sind Gold geworden. Vorher waren sie Silber. Was jetzt bedeutet, ihr bekommt auch die Goldpass-Geschenke. Das ist ja immer eine Erweiterung zu den anderen. Und auch hier bei den Missionen sieht man, warte mal, gleich zu den Missionen hier oben, die Vorteile setzt. Aber die kosten ja nochmal extra. Die würde ich euch jetzt nicht so empfehlen. Aber eben das seine. 44 Euro ist mir deutlich zu teuer. Aber zu den Missionen nochmal, ihr kriegt hier jetzt einen extra Reiter mit 9 Missionen, die ihr nur mit diesem Goldpass machen könnt. Und das sind dann goldene Buttons, die ihr daraus bekommt. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Werdet ihr das ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich allgemein sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ein Abo und natürlich einen Daumen nach oben. Für alle, die nichts mehr verpassen wollen, empfehle ich auch, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr gar nichts mehr. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt, dann können die auch von diesem kostenlosen Probeabo profitieren. Bis dann, macht's gut, ciao.